Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe hier auf Andis Kinoblog und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ihr Lieben, ich habe mir was Neues gegönnt und zwar habe ich mir eine Panasonic DMC FZ1000 Digitalkamera gekauft mit dem Leica Objektiv und ja, da ist sie nun. Und wie ihr hier auf der rechten Seite sehen könnt, ist das so eine kleine Digitalkamera aus der Panasonic-Serie TZ10 ist das. Schon ein bisschen etwas älter, aber auch eine sehr, sehr gute Kamera. Und ich habe mir gedacht, ich werde bei Panasonic bleiben, weil ich bin einfach von diesem Leica-Objektiv, was auch jetzt in der neuen Kamera mit integriert ist, echt überzeugt. Ja, ich muss dabei sagen, ich bin jetzt nicht so ein Hobbyfotograf. Und da kann man sich jetzt sagen, okay, warum kauft der sich jetzt so eine Megakamera, obwohl man hier so eine Digitalkamera hat und ist hier nicht so der Hobbyfotograf. Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich bin schon seit einigen Monaten auf der Suche nach einer anständigen Kamera. Ich habe natürlich auch erstmal an eine Spiegelreflexkamera gedacht, von Konica oder wie die Dinger da heißen. Da gibt es ja richtig viele und da sind es natürlich zum Preis-Leistung nach oben geschossen. Wirklich alles sehr, sehr teuer. Das geht dann bis in die 1500er Bereiche. Das ist natürlich mir zu teuer. Und dann bin ich irgendwann hier aufmerksam geworden auf die DMC-Serie von Panasonic, die jetzt eigentlich ziemlich neu aktuell rausgekommen ist. Und ja, eigentlich im Vergleich mit einer Spiegelreflexkamera wirklich eine super tolle Alternative ist und auch ein bisschen preisgünstiger, würde ich sagen. Und für meine Verwendungszwecke absolut ausreichend. Ich habe mit der Lumix hier, mit der Panasonic TC10, natürlich sehr lange und sehr oft fotografiert. Aber diese Kamera kommt an ihre Grenzen, wenn es zum Beispiel dann heißt, okay, man geht auf eine Comic-Con oder so, die sowieso schon teilweise sehr dämmerig beleuchtet ist und man hat halt, wie gesagt, so ein Schummerlicht da drin und will mit der halt scharfe Bilder machen und dann fängt es natürlich an mit dem Zoom und unscharfe Bilder. Gerade auch die Stars teilweise, wenn man auf die Cons geht, möchten einfach nicht mit Blitz geblitzdingst werden. Und dann hat man schon das Problem, dass man teilweise mal gute Bilder hat, aber auch manchmal verschwommene. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bei schönem Wetter und wirklich optimaler Sonne ist die Kamera hier super geil, macht auch super Bilder. Aber ja, genau auch wo ich im Disneyland war, habe ich auch viele Bilder mit dieser Kamera gemacht. Und gerade abends, wenn tolle Beleuchtung ist, hat man einfach wirklich teilweise verschlechte Bilder, verschwommene Bilder und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, ja, wir kaufen uns diese Lumix-Kamera hier. Wie gesagt, das ist die DMC FZ1000 EG. Und das ist natürlich wirklich mittlerweile gerade so das Schlachtschiff von Panasonic. Und ja, aktuell kostet die jetzt momentan 650 Euro. Das haben wir auch bezahlt. Und dazu muss man sich natürlich noch eine SD-Karte kaufen und eventuell eine Tasche. Die haben wir uns natürlich auch geholt. Aber ich muss echt sagen, ich habe jetzt mal schon ein paar Bilder geschossen, auch im Dunkeln beziehungsweise bei etwas schlechteren Lichtverhältnissen. Und ich muss sagen, man hat hier wirklich gestochene Bilder. Ja, was kann man sagen? Die Kamera hat jetzt einen 1 Zoll MOS-Sensor und hat 20,1 Megapixel. Und was richtig cool ist, man kann hier 4K-Videos aufnehmen und natürlich 4K-Bilder schießen. Und sie hat natürlich dieses Leica DC Vario Objektiv und ja, hat 16-fach Zoom, also optischer Zoom, was ich auch sehr gut finde. Und das Allergeilste ist, was mir persönlich richtig gut gefällt, man hat die Möglichkeit, den Zoom hier nochmal am Ring, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für eine Digitalkamera, hier selber nochmal, wenn es durch den Automatik-Zoom, der hier oben ist, nicht mehr scharf zu kriegen ist, kann man hier noch anhand vom Drehen des Objektivs den Zoom nochmal selber manuell per Hand scharf stellen. Wir haben natürlich hier einen Objektivschutz. Das kann man abmachen, den habe ich immer drauf. Und ansonsten, wenn man die Kamera einschaltet, seht ihr schon, ist das Objektiv rausgefahren. Und man kann das per Hand rausdrehen.
Und ich finde das wirklich sehr, sehr cool, weil da hat man noch die Möglichkeit, wirklich richtig tolle Bilder damit zu machen und wirklich scharf zu stellen. Hier oben haben wir noch eine Skala. Ich bin jetzt noch nicht so 100% in der Kamera eingearbeitet, weil ich mich noch nicht wirklich ausgiebig damit befasst habe. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass die wirklich hervorragende, tolle Bilder machen kann. Ob jetzt hier oben mit dem Knopf Einzelbilder jeweils und natürlich hier Serienbilder, wo man abfeuern kann oder drei Bilder immer in Folge, dann hat man die Möglichkeit natürlich ja, einen Zeitsensor auszulösen. Das heißt, man hat so eine, drückt dann 10 Sekunden drauf und dann, oder beziehungsweise hat die so einen Countdown 10 Sekunden und macht dann die Filme oder das Bild dann automatisch. Ja, was ich auch sehr toll finde an der Kamera ist, wir haben hier eine, könnt ihr hier oben schon sehen, eine sogenannte Wi-Fi-Verbindung, das heißt über Wireless LAN. Man kann die direkt in das Heimnetzwerk zum Beispiel integrieren oder direkt Zugriff auf einen Rechner, indem man einen Ordner freigibt. War auch etwas kompliziert, aber ich habe es dann mit wenigen Handgriffen dann geschafft, das Ganze zu installieren, ne? Und hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Das heißt also, man kann jetzt, man hat jetzt die Möglichkeit, entweder wenn man hier zu Hause Bilder macht, direkt während denen man die Fotos schießt, dass die Bilder auf den PC übertragen werden, oder man macht das nachher manuell und kann dann über das Menü die Bilder sofort dann auf den PC reinladen. Was auch sehr cool ist, man kann diese Kamera mit dem Handy verbinden und mit einem Tastendruck praktisch sendet man das Bild direkt aufs Handy, wenn man unterwegs ist, und man kann sofort vom Handy dann das geschossene Bild auf Facebook zum Beispiel posten und hat sofort die tollen Bilder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von dieser tollen Kamera. Und ich bin natürlich froh, dass ich mir die jetzt gekauft habe. Ja, sie hat auch eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit. Ich glaube, circa von 0,9 Sekunden im Abstand, im Fotomotiv, ist schon ziemlich schnell. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt noch nicht so hundertprozentig mit der Kamera aus, aber ich werde auf jeden Fall mich in den nächsten Tagen nochmal wirklich damit auseinandersetzen, und daher kann ich noch nicht so viel von der Kamera jetzt sagen. Also die Bilder, muss ich sagen, sind echt super scharf, und ich habe hier noch so ein, ja, das ist so eine Art Sonnenschutz, das kann man hier dann noch draufsetzen, damit man zum Beispiel nicht so von der Sonneneinstrahlung geblendet wird, und ich finde, das sieht auch noch cooler aus und schützt auch das Objektiv vor optischen oder vor Außeneinwirkungen. So, was natürlich auch cool ist, wir haben hier, ich schalte sie einfach mal an, auch ein ausklappbares Display, und ihr könnt hier unten sehen, 4K. Jetzt habt ihr das natürlich hier schon, und wir haben hier jede Menge stehen. Wir können das Display so drehen und natürlich einmal einklappen. Das Coole daran ist, wenn wir hier oben, seht ihr, hier ist ein Sensor an der Linse, da kann man auch mit dem Auge dran gehen, und sobald man mit dem Auge dran geht, geht der Bildschirm aus, und hier innen drin der Sensor von der Linse, der eigentlichen Linse, ja, seht ihr, ich habe es mal gemacht, der scannt das dann praktisch, und ihr könnt jetzt hier durchgucken, jetzt kann man das auch noch scharf machen, und dann seht ihr hier oben das Bild. Ist also wirklich sehr gut gemacht, und wenn man mit dem Gesicht wieder weggeht oder mit dem Auge, dann wird der normale Monitor wieder aktiviert hier unten. Ja, was kann man so alles damit machen? Also wie gesagt, was ich auch sehr cool finde, ist halt eine Videofunktion, und das Ding hat wirklich total viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe zum Beispiel hier schon mal auf der Menüleiste, kann man hier 4K-Fotos einstellen bei dem oder 4K-Bilder. Man kann aussuchen, ob das in MP4, ich habe das zum Beispiel jetzt schon in MP4 Aufnahmeformat macht, oder AVCHD, ja, für HDTV, aber meistens mache ich es für YouTube immer mit in MP4. Man kann auch YouTube-Videos damit machen, und man kann auch Greenscreen-Aufnahmen damit machen. Habe ich schon ausprobiert. Das läuft also wirklich gut. Man kann auch den Weißabgleich hier einstellen, was sehr, sehr wichtig ist für den, ja, mehr oder weniger für den Greenscreen-Geschichte. Man hat hier von 640 x 480 Auflösung bis 1280 x 720. Man kann, glaube ich, auch in DIN A4 Größe nachher posten, beziehungsweise Videos machen, und beziehungsweise natürlich Fotos. Ich guck mal gerade, ob ich da jetzt so schnell hinkomme.
Da haben wir es, die Bildgröße, ne? Das wäre jetzt 3840 mal 2116, 60 für 4K-TVs, also das wäre jetzt eine 4K-Auflösung. Dann haben wir noch die 5000, und hier steht schon bis A2-Formate drucken. Ich habe es jetzt auf 8 Megabyte. Man kann es natürlich auch hier auf 16 zu 9 lassen, aber ich weiß nicht, ich finde das richtig cool. Dann hat man hier noch eine Qualität. Was das jetzt ist, kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen. Wie gesagt, das Ding hat wirklich so viele Selbstauslöser, genau. Zeitraffer-Animation, man kann auch hier in Zeitlupe aufnehmen, man kann in Schwarz-Weiß fotografieren. Man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu machen. Was richtig cool ist, ich habe schon ein paar schnelle Autos aufgenommen und auch hier auf dem Karussell habe ich Bilder gemacht. Und trotzdem, zum Beispiel, das Karussell sehr schnell war auf der Kirmes, konnte der wirklich den Wagen absolut glasklar erfassen, und ich finde das richtig cool. Ja, was haben wir noch? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe noch eine Dokumentation auf, weil, wie gesagt, ich habe das Ding komplett neu. Und ja, der LCD-Bildschirm ist ja schwenkbar. Man kann den auch natürlich ausschalten, und man hat hier möglich, also die ganzen Sachen hier noch auszuschalten im Bildschirm. Man hat hier so eine Art, ja, wie soll man sagen, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Sensor oder diesen, ja, damit man in der Mitte bleibt. Es wird auch ausbalanciert, wenn man was aufzeichnen will, was gerade sein soll. Dann hat man hier, wie gesagt, so eine Art Fadenkreuz, nenne ich das jetzt mal, wie auf dem Cockpit, so eine Art, wo man hinfliegt praktisch, ne? Sieht cool aus. Man kann halt hier noch gewisse Dinge machen. Das sind alles Sachen, die ich jetzt persönlich noch nicht wirklich 100% kenne. Und ich habe es meistens halt immer so stehen, damit ich weiß, wie hier oben alles eingestellt ist. Was auch sehr, sehr cool ist, man kann bis zu 30 Minuten einen Film machen. Ne? Das ist auch geil. Hier hat man noch den WB, diesen Weißausgleich mit Autofokus. Man hat hier so viele Möglichkeiten, verschiedene Zusatzeffekte kann man noch reinmachen in die Kamera. Man kann so miniaturstadtmäßig aufnehmen und so weiter und so fort. Ja, hier oben haben wir natürlich das Rad für diverse Programme. Ich habe es momentan auf der intelligenten Automatik stehen. Man kann das aber auch hier, dann hat man zum Beispiel, da ist der Miniatureffekt, dann macht man ein Video zum Beispiel in dieser Miniaturgeschichte. Fantasy hat man, Weißzeichnung, Sternenfilter, Selektivfarbe, Sonnenschein und so weiter und so fort. Retro, früher, High-Key, Low-Key, was das alles, Schwarz-Weiß, dynamisch, monochrom, grobes Schwarz-Weiß, was man so alles hier einstellen kann. Und das Gleiche kann man natürlich auch in der Videofunktion teilweise auch machen. Aber ja, wie gesagt, ich möchte einfach damit auch auf Cons tolle Bilder machen. Natürlich hat das Gerät auch einen, ja, mehr oder weniger Blitz. Den kann man hier auslösen, und dann sieht man das, und dann wird natürlich auf dem Display auch das, den Blitz bzw. der Blitz aktiviert. Ja, man hat dann hier, wenn man drauf kommt, ist der Blitzsensor dann weg. Aber jetzt ist natürlich, wird das ohne Blitz gemacht, weil das ist auf Auto, und so hat man die Möglichkeit jetzt aufgrund wegen den Lichtverhältnissen, dass das Licht auch praktisch aus ist. Ja, er hat Windreduktion, keine Ahnung. Also man hat hier oben noch einige Einstellungen, wenn man hier drauf drückt. Ich glaube, das hat hier was auch mit der Helligkeit zu tun, wenn man hier noch verschiedene Sachen einstellt. Was das ISO ist, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall hat man ganz, ganz viele Sachen hier. Aber was sehr, sehr hilfreich ist, ist natürlich, dass man definitiv die kompletten Sachen hier alles auf Wi-Fi raushauen kann, was ich sehr, sehr cool finde. Und man muss nicht mehr die Speicherkarte extra rausholen, um jetzt an die Bilder und an die Videos zu kommen. Das kann man sich jetzt wirklich komplett alles sparen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Sachen von mir wissen wollt, könnt ihr mal gerne fragen. Aber viel kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Ich habe, wie gesagt, die Kamera ziemlich neu bekommen jetzt und muss mich erstmal
selber mit der Kamera noch auseinandersetzen. Und ich freue mich, jetzt mal schöne Bilder hier mitzumachen. Und ja, wer an Interesse hat, ich habe auch mit dem Ali von Blu-ray Neuheiten gesprochen. Auch er hat mir hier diese Kamera empfohlen mit diesem wunderbaren Leica-Objektiv. Und Panasonic ist eigentlich wirklich eine super Alternative. Was jetzt noch dabei war, ist dieses externe Ladegerät. Da kommt der Akku rein. Der Akku kann man auch hier unten reinschieben. Und ja, sie ist schon ziemlich schwer, liegt sie in der Hand. Also ist nicht gerade leicht. Ich hatte echt Angst, dass die vielleicht mal runterfällt. Aber da muss man halt natürlich extrem aufpassen. Und ja, es ist eine CD-ROM dabei noch. Ein USB-Kabel, mehr oder weniger. Also das USB-Kabel kann man hier an der Seite. Also hier ist noch, bevor wir da hinkommen, haben wir hier einen externen Mikrofonanschluss. Man kann hier ein Stereo-Mikrofon noch dran machen. Hier oben hat man die Möglichkeit, noch einen zusätzlichen Blitzer drauf zu machen oder ein Richtmikrofon bzw. ein externes Mikrofon. Und hier auf der Seite, hat man noch die Möglichkeit, eine Remote-Fernbedienung ranzumachen. Das heißt, das wird über Klinke angeschlossen und dann könnt ihr die Fernbedienung in der Hand halten. Das läuft über Funk, glaube ich. Und dann kann man, auch wenn die Kamera ein paar Meter wegschießt oder steht, noch ein Foto auslösen. Dann haben wir hier HDMI-Anschluss und einen AV-Out. Das heißt, ihr könnt den sofort auch dann die Bilder von der Kamera mit einem HDMI-Kabel oder einem USB-Kabel runterziehen. Aber wie gesagt, einfacher ist es wirklich mit der sogenannten Wi-Fi-Funktion, indem man direkt aufs Handy zugreift oder vom PC oder auf den PC die Bilder reinlädt. Ja, das war's jetzt. Ich freue mich schon jetzt demnächst die Kamera in Action zu haben. Ich werde jetzt nächste Woche fahren wir in den Europapark. Dort ist ja Halloween-Event. Und ja, von meiner Seite war es das jetzt hier. Soweit habe ich alles gesagt. Und ich hoffe, ihr findet die auch cool. Ich sage ganz klar, super geil, Panasonic. Klare Kaufentscheidung für die schöne Kamera hier, DMC FZ1000. Es gibt die Kamera noch eine Nummer kleiner. Die hat auch super Lichtverhältnisse. Und ja, von meiner Seite her war es das. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Haut rein. Euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann. Ciao.